Laura Wilhelm ist hier unsere Textildesignerin. Hat vermutlich mal vielleicht ein kritisches Verhältnis zu weißen, dicken Tennissocken. Nee, oder? Kann ich nicht haben, weil mein Sohn trägt die auch sehr überzeugt. Und wie alt ist insofern das? 16. 16, ja. Wie meiner? Und der trägt der die schon die hochgezogenen? Oder ja, die kleinen, ja, der Füßlinge? Hat jetzt lange, wir mussten jetzt lange kaufen. Nee. Ja. Also das gab es bei also uns bisher nicht. Am Start. Ist schon mit dabei. Modemäßig, okay. Ja. Laura ist heute zuständig für eine wunderschöne, bunte Osterdekoration. Das sind sie, ihre Osterhühner. Wird sie Ihnen gleich zeigen, wie man die näht. Die sind sehr dekorativ. Die kann man auch im Haus verteilen. Die kann man in verschiedenen Größen machen. Genau. Du sagst uns, wie es geht. Ja, ich habe erstmal also eine Schablone gemacht. Die findet man bei euch auf der Internetseite, bei Kaffee oder Tee. Mhm. Das ist die 100% Schablone, das sind die großen Hühnchen und je nachdem, wie ich es jetzt vergrößere oder verkleinere, kann man kleinere also kleinere nähen. Die ganz kleinen, die da vorne sitzen, sind zum Beispiel von der großen Schablone, glaube 50%. Mhm. Am besten druckt man sich am Drucker gleich aus, vielleicht auf ein dickeres Papier, dann hat man gleich schöne Schablonen, so wie man hier sieht. Und das wird einfach dann, also was ich sonst noch brauche, genau, ich brauche einen Baumwollstoff, ich brauche etwas Füllwatte. Ich brauche, wenn die sitzen sollen, also das empfiehlt sich eigentlich da unten noch ein bisschen so Füllmaterial in Form von Kirschkernen oder bei den kleinen Hühnern eignen sich auch Traubenkerne, die kann man auch bestellen und also das ist auch ein ganz nettes Füllmaterial. Ja, ist ein Abfallprodukt, insofern auch ganz, ganz gut, dass man das einsetzen kann. Nachhaltig. Ja, und dann brauche ich noch Jerseystreifen für die Schwänze und für die Füße, wenn ich sie will. Ich kann auch Wolle nehmen oder andere Sachen, aber Jerseystreifen sind eigentlich ganz witzig. Ich zeige das hier, die schneidet man sich einfach aus einem Stück Jersey raus. Kann auch ein altes T-Shirt, also man kann auch ein altes T-Shirt zerschneiden oder ein bisschen was im Fachhandel kaufen. Und wenn ich die Streifen jetzt so ziehe, dann werden die so schön rund. Kann man die ganz toll nutzen. Manchmal passieren auch lustige Zufallsprodukte, wie hier bei dem kleinen Hühnchen, dass die sich hinten so einrollen. Das fand ich jetzt auch einen ganz, ganz lustigen Effekt. Zwischen Hühnchen und Schweinchen vielleicht. Hühnchen und Ringelschwanzschweinchen. Ja. Genau. Dann habe ich das aufgezeichnet, wenn ich eine Serienproduktion machen möchte, weil mehr Hühner, also mehrere Hühner sehen ja schön aus. Dann kann ich zum Beispiel hier in die Schablone, vielleicht sieht man es von der Seite, gleich so Zwicke für diese ganzen Positionen, die ich brauche, reinmachen. Dann kann ich es gleich hier am Stoff mit anzeichnen. Die. Das sehe ich dann hier auch auf der Schablone. Das sieht man alles und in der Beschreibung und auf den Fotos, die im Internet bei euch sind. Alles wasserdicht hinterlegt. Ja, alles passt. So. Genau, und dann brauche ich noch ein Stück Filz, aus dem ich dann eben einen Schnabel und diesen Kamm oder das Krönchen ausschneide. Und wenn ich das dann alles vorbereitet habe, dann nähe ich mir auf die rechte Stoffseite eines der Stücke die Krone und den Schnabel, den fixiere ich mir mit ein paar Stichen an der Nähmaschine. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja. Und die Füßchen muss ich mir auch festnähen. Da gibt es auch die Position, ist da auch festgelegt. Da am besten noch mal auf die Fotos schauen, wo das genau hinkommt. Und wenn ich das fixiert habe, ich könnte es jetzt auch kleben oder stecken, aber eigentlich mit der Nähmaschine schön drüber nähen, ist für später ganz hilfreich. Dann lege ich mir diese Hühnchenteile rechts auf rechts. Hier innen sind die festgenähten kleinen Sachen und schließe diese. Zunächst mal die Rücken und die vordere Naht mit einem ganz normalen Geradstich. Hier ist es wichtig, am Anfang die Naht etwas zu verriegeln mit ein paar Rückstichen und dann nähe ich einfach rundherum. Wie viel Hühner schaffst du pro Abend? Also erstens mal, es ist ja sehr relativ, wie lang ein Abend ist. Jetzt wird es aber... Ja, oder? Das stimmt. Wenn ich jetzt sage, dass ich 9 Hühnchen an einem Abend schaffe, dann heißt es aber auch, dass ich nicht um 10 ins Bett gegangen bin. Ich würde sagen, jemand, der angefangen hat, schafft vielleicht 4 Hühnchen am Abend. Und geht dann um 12 ins Bett. Ja, also ja. Ein Hühnchen pro Stunde, wenn man Anfänger ist und wenn man eine Serienproduktion macht, dann schafft man mehr. Ja, wenn man mal drin ist, dann läuft's. Einmal üben und dann loslegen. Okay. So, wenn ich die Naht genäht habe hier, dann nehme ich diese Schwanzstreifen. Mhm. Die setze ich jetzt, die kommen jetzt auch noch hier zwischen die Lagen. Ein bisschen friemelig. So. Die lege ich hier oben fest an. Mhm. Daher ist gut, dass die Naht schon genäht ist. Dann kann ich das hier so ein bisschen festdrücken. Mhm. Und dann nähe ich die hintere Naht. Auch wieder schön verriegeln mit Rückstichen. Und dann hier durchnähen.
Jetzt habe ich was vergessen, was ich in der Anleitung aber habe. Wir brauchen später eine Wendeöffnung, die habe ich mir auch angezeichnet, die habe ich aber jetzt gerade übernäht in der Schnelle. Ich müsste hier ein paar kleine Rückstiche machen, hier weiternähen und hier nochmal verriegeln. Das hat einen Grund, das zeige ich nachher. Mhm. Dann habe ich jetzt die Nähte geschlossen und jetzt kommt der 3D-Effekt, den ich jetzt machen muss. Ich leg diese Nähte aufeinander. Das ist sozusagen dieser Tetrapack-Effekt, wie man dann so Fülle bekommen kann. Kann ich mir auch stecken. Ich muss gucken, dass die Füßchen nicht hier so rumliegen und in die Naht kommen. Und dann nähe ich hier diese halbrunde Naht. Und dann ist das Ding schon fast fertig. Das wäre schön. Fertig zum Schlüpfen. Das wäre schön. Das wäre schön, wenn es schon fertig wäre. Gut. Das ist ein Hinweis, ne? Ja. Also, ich muss die Wendeöffnung aufmachen. Und dann kann das Hühnchen schon mal hier schlüpfen. Mhm. Hühnchen schlüpft. Das Hühnchen schlüpft. Und da ist nämlich jetzt dann schon alles dran. Oh. Guck. Guck. Da. Jetzt muss ich es noch ausstopfen. Perfekt. Mit Watte. Aha. Unten noch ein paar Kernchen rein, wegen dem Sitz. Okay. Und dann die Wendeöffnung mit kleinen Handstichen schließen. Am besten im gleichfarbigen Garn. Und dann fehlen nur noch die Augen. Und dann ist es fertig. Was nimmst du da? Das sind so kleine, Glaswachsperlen. Da bin ich in verschiedenen Größen gibt es die. Am besten mit dem schwarzen Garn aufnähen.